Wie heißt du? Sebastian. Das ist der Sebastian. Und woher kommst du, Sebastian? Aus Berlin. Aus Berlin. Das ist ganz weit weg, gell? Und ja. Wie alt bist du? 8. 8. Also ein kleiner, junger Künstler. Aber was für ein Künstler. Du hast da was mitgebracht. Zeig noch mal. Wir zeigen das den Leuten mal. Eine Schere. Schere und Papier. Schere und Papier. Und was machst du mit Schere und Papier? Ich bastel eine Blattschneiderameise. Eine Blattschneiderameise bastelt der Sebastian. Der Sebastian, der ist ein Künstler im Schneid. Der kennt alle Insekten. Und er, das nächste Bild, schnippelt Insekten. Ich würde sagen, Sebastian, der Sektenschnippler. Und wie das aussieht, ist das nächste Bild. Ja, die Mama hat ein Problem. Immer wieder mal staubsaugen, gell? Also das ist Sebastian und ich möchte euch etwas dazu zeigen. Gell, Sebastian? Du machst das schon sehr lange. Die Mama hat gesagt, etwa, weißt du schon, weißt du noch? Weißt du gar nicht? Nein. Sie hat gesagt, so etwa seit 3-4-jährig schnippelt er Insekten. Und ich möchte euch eine Insekte kurz noch zeigen oder so. Seht ihr, so sehen die aus. Und ein Skorpion. Was? Und ein Skorpion. Sehen wir so? Ja. Also seht ihr, schau mal Sebastian, gell, was ist das hier? Eine Fangheuschrecke. Eine Fangheuschrecke. Seht ihr mal das, diese Details? Sieht man's? Da hat's was, eine Libelle. Und gestern hat er mir noch diesen Skorpion gebraucht. Also der hat unwahrscheinliche viele Details. Das alles. Und das schnippelt Sebastian ohne einen Bleistiftstrich. Der schnippelt das einfach so. Schnippelt das einfach so, gell? Du hast gar nicht so viel Zeit. Du hast nur so lange Zeit, wie der Gernot das Lied singt. Und du machst eine Blattschneiderameise, gell? Ja. Gut. Täglich nimmt das Weltgeschehen seinen Lauf. Und die Lügen dieser Welt, sie blasen sich wieder auf. Und so viele Dinge stürzen gerade auf mich ein. Ich selber sollte doch geradliniger sein. Der Gedanke drängt sich auf, dass ich machtlos bin. Ich sehe nicht mehr durch, Herr, was ist dir der Sinn? Ja, ich lass dich, Gott, mit meinen Augen sehen. Und du lässt mich in deinem Geist auferstehen. O Herr, du schenkst mir deinen Glauben, der an mir alles erschafft, wie meine Tage, so meine Kraft. Wie meine Tage, so meine Kraft. Fehlgelenkte Triebe lähmen mich in jeder Weise. Viele Nöte verborgen im Dunkeln ganz leise. Genderwahn, die Wissenschaft, sie machen mich dumm. Ich könnte mich entrüsten, denk, das haut mich um. Doch all dieses Böse, ich blende es nicht aus. Ich widerstehe nicht, doch nutze ich den Schwung daraus. Ich lenke es um, wie du, Gott, es verheißt. Ich geh in die Stille, Herr, was tut hier der Geist? O Herr, du schenkst mir deinen Glauben, der mit mir alles erschafft, wie meine Tage, so meine Kraft,
wie meine Tage. So meine Kraft. Ich nehme nichts persönlich, kommt es mir auch ganz nah. Ich habe erkannt, deine Kraft ist da. Auch wenn's im Großen die gesamte Menschheit angeht, ich schau ganz genau hin, wo dein Friede entsteht. So tu ich deine Werke, so hab ich's geschafft. Je schlimmer die Tage, desto größer die Kraft. Ich mach mich unverletzbar, halt mich selber heraus. Alles aus dieser Verheißung heraus. O Herr, du schenkst mir deinen Glauben, der in mir alles erschafft. Wie meine Tage, so meine Kraft. Wie meine Tage, so meine Kraft. Ich höre mir nicht mehr die leeren Phrasen an. Ich werde zu klein, als dass ich was verändern kann. Denn schau, die Ameisen, sind sie auch noch so klein. Jede einzelne gibt sich ins Gesamte hinein. Vermutlich sind's auf Erden die ältesten Wesen. Der Gemeinschaft sind es ihnen wie auch uns von Gott gegeben. Als ein Organismus werden wir gemeinsam gehen. Dagegen wird der Teufel nie mehr bestehen. O Herr, du schenkst uns deinen Glauben, der durch uns alles erschafft. Wie unsere Tage, so unsere Kraft. Wie unsere Tage, so unsere Kraft. Schauen wir mal, was da entstanden ist. Eine Blattschneideameise. Seht ihr sie? Hast du gut gemacht. Seht ihr, mit extremen Details. Und zwar mit einer so einer Riesenschere. Also, als ich das gesehen habe, ich danke, ein kleiner Künstler, vielleicht sogar ein kleiner Savo. He? Also, wunderbar. Vielen herzlichen Dank für euch. Hat uns sehr gefreut und hast du gut gemacht. Du darfst alles mitnehmen. He?